Der Bußkanal hat für euch mal wieder ein Heft geöffnet. Diesmal habe ich schon geöffnet. Und zwar das Heft 5. Kostet 3,50 im Laden. Lohnt sich auf jeden Fall. Wie man hier schon sehen kann, es ist von Star Wars der neuen Serie 5. Eine limitierte Auflage dabei. Aber erstmal, was war da noch alles drin? Es waren drin, wie man hier sehen kann, zwei Mini Chupa Chups Lutscher, Apfelgeschmack und Cola Geschmack. Dann ist einmal drin ein Skylander Giant Booster, was ich noch nicht geöffnet habe, werde ich auch nicht öffnen. Schauen wir mal, was ich damit machen werde. Und ein Star Wars Booster, wie ihr sehen könnt, schon offen. Und da waren drin einmal ein Fahrzeug. Rattaer, einmal ein Fahrzeug und einmal Windu. Und natürlich, wie hier abgebildet, die schöne Yoda-limitierte Auflage. Deswegen habe ich mir ja das Heft gekauft. Ja, kurzer sogenannter Recap für das Heft. Heft lohnt sich, kann ich weiterempfehlen. Wer Star Wars-Karten sammelt, hier ist die limitierte Yoda-Karte drin und noch kleine Extras zum Heft. Poster sind drin, verschiedene Sachen über Fußball, Lego, nee, Le also Lego Movie, so entstand der Kinohit zum Beispiel, steht hier vorne. Poster, Fußball, Star Wars, was auch immer. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Dann bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal.